Ich habe mir einfach so eine Box hingestellt auf meinen Bildschirm, weil das Schöne ist ja, meine Bildschirme sind ja hier so schön T-förmig, da und da. Und da, das heißt, auf diese Ecke kann ich mir einfach hier so einen Karton raufstellen. Und schon habe ich den perfekten Sonnenschutz. Ist das nicht genial? Guckt mal, keine Sonne, Sonne. Keine Sonne, Sonne. Ist das nicht genial oder was, Digga? So, mal meine Kamera hier wieder positionieren. Das sieht doch gut aus. Oder nicht, oder was? Oder wo, oder wer, oder wie? Hä? Verstehe ich nicht, ne? Und ich kann jetzt ordentliche Spiele und ihr seht mein Gesicht, darauf kommt es doch an, oder nicht? So, da. Und, ja. Warum bist du eigentlich hier? Wow, im Großformat. Du bist genau. Kannst du mal bitte da runter gehen? Da so? Dann bist du das Spiel und du bist was auch immer. So macht doch viel mehr Sinn, oder nicht? Ja, okay, komm. Genau. Let's go. Bam. Audio klappt alles? Test, test, test. Ah, sieht gut aus. So, komm. Level 2, Digga. Wir sind schon Level 2. Das muss man sich mal reinziehen, Digga. Level. Ich finde diese Grafikfehler am Anfang hier immer total irgendwie interessant. Also, ich meine, so sieht es normalerweise aus, wenn irgendeine Textur. Also, wenn. Bei so ganz alten Grafikkarten. Ja, also ich rede jetzt von Grafikkarten so aus der Ära von der Voodoo 1 oder Voodoo 2. Wenn man dort, da hatte man halt, ne, das, was man heutzutage einfach als Grafikspeicher nennt, also VRAM. Na hier, dieses GDDR-Dingsbums da, doch VRAM. Wenn da die Leitungen irgendwie defekt waren oder eine kalte Lötstelle war, dann hatte man auch so eine Artefakte. Aber eigentlich dann über den gesamten Bildschirm. Aber daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Naja, nee, LAN brauchen wir nicht. Ist ja hier eigentlich soweit schon. Genau, 15.000 Dollar. Schon wieder Dollar. Euro. Oh, wir haben 13.000 Euro in den letzten 7 Tagen gemacht. Auflieger anzeigen. Wir können Auflieger kaufen. Stimmt, ja, genau. Müssen wir nur mal. Genau, hat man schon gesehen gehabt, dass wir hier die Dinger in der Auswahl haben. Genau, auf dieser Browser und dann können wir auch welche kaufen, aber ja, Schritt in der Karriere fort. Aber ja, klar. Was sagt eigentlich unsere Entwicklung? Ja, geht so. Ich kenne zwar persönlich eher sowas hier, aber ist es ja schon fast. So, wir brauchen ein. Genau, wir hatten ja diese Spezialaufträge bekommen, ne? Steht in der E-Mail, wo man die bekommt. Bei Interesse schauen Sie einfach mal in den Städten vorbei. Ach, so viel müssen zu den Städten hinfahren. Aber wir haben noch gar keine LKW, ne? Okay, also können wir die noch gar nicht machen. Na super. Na super. So, was sind das jetzt? Ach, die sind hier einfach. Die sind hier einfach in der Liste mit drin. Okay. Boah, 70 Tonnen? Das ist mal eine Kampfansage hier. Ah, schön mit dem Scania hier 700 Tonnen, 70 Tonnen ziehen. Alter. Machen wir das? Jo, klingt doch geil, oder? Ja, komm, hier. Oh. Oh. Alter, wie viele Aufträge gibt es denn bitte? Das ist aber schon heftig hier, ne? So, aber ich wollte jetzt genau Auftrag annehmen. So, let's go. 70 Tonnen. Da bin ich mal gespannt, ob wir mehr als 3 km/h schaffen. Ne? Da brauchen wir nicht den ersten Gang, da brauchen wir den ersten halben Gang. Boah, richtig mit Filmsequenz. Sogar mit Kameramann. Haha, wie geil. Geil. Immer schon Helme tragen, Der Typ in dem braunen Pullover, der trägt keinen Helm. Was macht denn der da?
Und der blaue, da steht einfach mit Basecap rum. Aber schon mal was von Arbeitssicherheit gehört? Oh, Alter, wie, wie das aussieht. Krass. Geil. Ey, das ist halt. Boah. Oh. Du beabsichtigst, einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Hinweisen und Vorschlägen im Route Advisor. Spezialtransporte wie diesen halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Yes! Während solcher Transporte werden häufig Wegepunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. Okay. Richte besonders Aufmerksamkeit auf Folgendes. Erstens, vermeide jeglichen denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fracht zwischen ihnen. Zweitens, weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Fünftens, beachte die Geschwindigkeitsbegrenzung, die durch das Beachten Sie die Geschwindigkeitsbeschränkung, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Hundertstens, achten Sie auf überholenden Verkehr. Dreitausendstes, Spurwechselmanöver. Beim dritten bleibt die Meldung einfach. Okay. Jetzt bleibt die überall. Oh, nice. Okay. Erstens, das Manöver geht vom hinteren Begleitfahrzeug aus, das auf die vorgesehene Spur wechselt und sie blockiert. Achso, damit sie keine anderen Fahrzeuge denn mal überholen können. Genau. Das vordere Begleitfahrzeug wartet, bis die vorhergesehene Spur frei ist und wechselt dann ebenfalls die Spur. Dann ist es sicher für dich, auf die vorhergesehene Spur zu wechseln. Okay. Ja, klingt ja eigentlich relativ logisch, ne? Befolgst du diese Regel nicht, könnte dein Spezialauftrag scheitern. Was? Ja, die bitte ja nicht. So, wir sind im LKW. Und wo sind jetzt die Begleitfahrzeuge? Ich sehe erschreckend wenig Spezialfahrzeuge hier. Um genau zu sein, bin ich der Einzige. Ach, guck mal, da vorne ist einer. Guck mal, da ist noch einer. Okay. Also da vorne sind zwei. Gut, dann fahren wir einfach Okay, mal dahin. wir fahren los. Ja, beruhig dich, beruhig dich. So, müssen wir jetzt irgendwas beachten? Also erstmal Sichtkontrolle. Gucken, ob alles funktioniert. Ja. Okay, Bremse geht auch. Das geht auch. Das sind ja süße Blinker. Aber wie aktiviere ich das Ding da oben? Da gab es doch auch schon wieder so eine Spezialtaste. Auf Neutral hochschalten, Motor, Bremse, Mut, Auflieger. Blinker links, Blinker rechts, Warnblinkanlage. Nee, genau, das haben wir. Lichtmodi, Schrein, Rundumleuchte. Oh. Oh mein Gott. Ah. Look at this. So, wir machen sicherheitshalber auch. Haben wir hinten auch eine. Ja, hinten haben wir auch so ein Blinkedings. Wobei das doch eigentlich diese Rundumleuchte ist, die sich so dreht und nicht blinkt. Ah ja. Vielleicht könnte ich hier sowas im Spiel nicht darstellen oder so. Wer weiß. So. Wir sollten mal aufhören, hier einfach so rumzurollen. So, jetzt ziehen wir mal schön nach. Wohin auch immer. Oh, Alter. So, mal Fenster aufmachen hier. Schon klingt geiler. So, ich fahre einfach mal. Der hat die Seitentür offen. Okay. Folgt ihr uns jetzt oder jetzt? Da ist die Polizei. Alter, wie krass ist das hier mit diesen abgesperrten Straßen? Wow! Aber wo sind die beiden Begleitfahrzeuge, die uns folgen? Ich sehe die jetzt noch nicht so wirklich. Es sollten uns noch zwei Fahrzeuge folgen, oder nicht? Rechts abbiegen. Ja, ist ja gut. Biege nach rechts ab. Nee, da ist ein Haus, Mädel.
Ich biege jetzt noch nicht nach rechts ab. So, wir müssen mal kurz stehen bleiben. Oder ganz langsam anfahren. So, da vorne ist wieder ein Fahrzeug. Boah, Alter. Wendekreis. Kommen wir hier vorbei? Achso, siehst du, das Schöne ist ja, das ist ja so ein Auflieger, der hinten lenkt, ne? Ja, guck mal, hinten. Seht ihr da die Räder? Seht ihr da? Guck mal, guck mal. Guck mal da. Da vorne die Räder, die vorderen Achsen, die lenken mit dem Fahrzeug. Und die hinteren Achsen, da sieht man das vielleicht so ein bisschen, die lenken gegen unsere Lenkrichtung, sodass der Hänger quasi nach hinten ausschwenkt. Das hilft einem halt beim Lenken oder so. So, let's go. Dann sollten wir hier locker rumkommen, oder? Ja. Oh, perfekt. Ah, guck mal, der fährt los. Okay, das ist wahrscheinlich unser erstes Fahrzeug. Dann sollten wir dem jetzt hier folgen. Oh, Alter, wie der LKW halt am Limit ist, Alter. Wow. Krass am Arsch. Nimm diese Ausfahrt. Oh, wie geil. Wie geil. Immer geradeaus. Wir haben übrigens unsere Spiegel gar nicht eingestellt. Warte mal, oh, Entschuldigung. Mal hier die Spiegel einstellen, weil ich sehe mein links, den Spiegel sehe ich gar nicht. So, machen wir wieder auf 80. Ja, das sieht schon gut aus. So, machen wir noch Spiegel hier. So, links ist so. Vorne brauchten wir nicht, Seite brauchten wir nicht, rechts brauchten wir. So, dann kommt die Weitwinkel. So, und Weitwinkel. Jawohl, ja. So, okay. Das sieht doch gut aus. Winkel nach rechts ab. Achten die Straßenbahn auch auf uns? So, wir können jetzt einfach fahren, ne? Auf rote Ampel brauchen wir nicht achten, hat er ja gesagt. So, dann ziehen wir mal hier. Wow, wow, wow! Was? Wie, wo? Ich bin doch nur so hängen geblieben. Hä? Bin ich irgendwo hängen geblieben? Oh, scheiße. Fuck! Wo kommt diese Mauer hier hinten her? Upsili. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal ein bisschen zurücksetzen. Oh Gott, das wird aber, so, wir setzen mal ein ganzes Stück zurück. Wiener fährt er uns denn bitte auf? Ja, ist er, kennt's. Ach so, da. Okay, ja, gut. Ja. Ich weiß. Ja, ist gut. Beruhig dich. So, wir müssen jetzt ein bisschen weiter ausschwenken. Ah. Bam. Jetzt sollten wir es schaffen, oder? Außer hier der Baum kommt uns zu nah. Alter, wo ist denn der Baum? Achso, da vorne ist der Baum erst. Hier kommt erstmal bloß ein Schild. Das müssten wir locker schaffen. Oh mein Gott. Ja, jawohl, ja. Oh mein Gott. Oh, Alter. Woo! Rote Ampel überfahren. Bleib rot. Ja, jetzt sind wir offiziell Kriminelle. Im Dienste der Öffentlichkeit. Oh mein Gott. So, der vor uns fährt ganz schön langsam. Wir bleiben also auch mal so langsam. Ich weiß halt leider nicht, wie groß der Sicherheitsabstand sein muss. Weil, ne, wir sind ja relativ schwer. Das heißt, wir haben im Problemfall haben wir auch einen relativ langen Bremsweg. Ich meine, der Auflieger bremst mit, ja. Es ist also nicht so lang, wie man jetzt denken mag. Das Problem ist, mit so einer Fracht, wenn wir dazu krass bremsen würden. Alter, der Auflieger ist voll oben an die Ampel gekommen. Biege nach rechts ab. Okay. Achso, genau. Der Auflieger könnte an sich auch sehr stark bremsen, weil, soweit wie ich weiß, ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber jede von diesen Rädern
Warnt andere Verkehrsteilnehmer, passen ihr aus Geschwindigkeit zur Vermeidung von Kollisionen an. Okay. Soweit ich weiß, ist jedes Rad hier hinten gebremst. Das heißt, an sich stark bremsen können wir schon. Das Problem ist, dass wenn die Fracht nicht sehr stabil festgemacht ist und wir mit einmal stehen bleiben, dann fliegt uns die Fracht vom Auflieger. Und jetzt ist die kleine Scherzfrage, was ist vor dem Auflieger? Genau, unsere Fahrerkabine. Oh, Alter. Wow. Hier geht der Herzschlag bergab. Ja, von daher sollte man da, ne? So, wir dürfen 50 fahren. Wo ist unser Begleitfahrzeug? Der ist schon abgehauen. Oh ja, das ist hier ganz schön. Ja, komm, bleib wenigstens bei 20 km/h. Du schaffst das. Oh, er beschleunigt wieder. Wie geil. Neapel. Ach, davon ist natürlich das Begleitfahrzeug. So, links haben wir frei, sehr schön. Ja, fahr doch mal! Oh, alter Mädel! Achso, wir müssen auf das hintere Fahrzeug warten. Okay. Dann machen wir das mal. So. Ach ja. Ah, es geht weiter. Let's go. Ist er schon da? Ja, da ist er. Okay, sehr schön. Verkehr, erste Ausfahrt nehmen. Alter, guck diese ganzen Polizeifahrzeuge hier, wie die einfach alles sperren. Naja, so semi. Oh, das ist geil. Alter, ist das krass, Alter. Boah, ja klar. Nee, okay. So können wir nicht fahren. Die Kamera macht, was sie will. Und ich sehe so auch nichts mehr. Okay, schade. Na, so kann man so biffen. Okay, so auf langer gerader Strecke kann man sowas schon machen. Ich muss nur aufpassen auf die ganzen Laternen hier, dass ich irgendwas mitnehme. Weil unsere Fracht ist ja schon relativ breit. Und damit meine ich jetzt nicht den Alkoholspiegel, sondern ey, diese TV-Kameras sind echt ungünstig platziert teilweise. Kann das sein? Werden die einfach jetzt random gewählt oder sind das so feste Spots, die in der Map markiert sind? Und wenn es feste Spots sind, dann werden die echt dämlich platziert. Oh, okay, wir müssen aufpassen hier. Darf ich nur so anecken? Nimm diese Ausfahrt. So, und das geht wieder bergauf. Komm schon, Scania, du schaffst das. Da vorne ist eine Mautstelle. Da kommen wir doch gar nicht durch. Wie sollen wir mit so einem breiten Auflieger durch die Mautstelle kommen? Willst du mich verarschen? Das tut mir im Leben was. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das hab. So, jetzt darf ich abbiegen. Wir können die Umgehungsstraße nutzen. Wie geil ist das denn? Ist die einfach durchgefahren durch die... LOL! Alter, wie geil ist die einfach durchgefahren. Durch die Schranken, Alter. Nicey dicey. It is magic, mein Freund. It is magic. Oh, cool, können wir so eine Umgehungsstraße nutzen. Ey, ich liebe dieses Spiel immer mehr, ne?
Alter Schwede. Wo warst du nur mein Leben lang? So, keine Autos da, sehr schön. Wow, wow, nicht so schnell hier. Sonst fahr ich dem hier noch auf. Aber warum dürfen wir hier nur 30 fahren? So, achso, ich muss mal runter. Oder? Nee. Nee. Nee, müssen wir nicht. Bei der nächsten müssen wir runter. Die Autos waren auch so ultra langsam. Was ist denn hier los? Wegen uns? Nehmt ihr etwa Rücksicht? Auf uns? Ich bitte euch. So, hier müssen wir jetzt runter. Genau, der blinkt auch schon. Oh, Alter, diese enge Ausfahrt. Ach du Kacke. Oh oh. Gut. Schön weit ausweichen. Und hier auf dieses gelbe Ding, da müssen wir jetzt mächtig aufpassen. Dass wir das nicht mitnehmen. So. Ja, sieht gut aus. Sehr gut aus. Jawohl, ja. Oha. Geht eigentlich voll. Der Motor ist einfach komplett am Ausrasten. Ja, ja, 70 Tonnen, ne? Es ist natürlich schon ordentlich. Aber wir beschleunigen sogar. Wow. Zwar ganz langsam, aber immerhin. Nee, müssen wir jetzt? Müssen wir noch links oder? Ach nee, ist ein dreispuriger Autobahn. Aber wir müssen doch trotzdem runter, oder? Davon geht's doch runter. Ach, jetzt fängt der an zu blinken, der Gang durch. So, Autobahn frei, sehr schön. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen schneller fahren. Sehr schön. Momentchen mal. Ach, der hält diesen Abstand zu uns. Wow. Und ich dachte, der fährt so langsam, weil er nur 30 erlaubt ist für uns. Aber er ist einfach nur deswegen 30 gefahren, weil ich auch nur 30 gefahren bin. Und ich bin 30 gefahren, weil er nur 30 gefahren ist. Versteht ihr jetzt die Logik dahinter? Ist das behindert? Wow. Okay, dann können wir doch so schnell fahren, wie wir dürfen. Ja, der hält immer konstanten Abstand zu uns. Das ist ja gemein. Mal gucken, was passiert, wenn wir zu schnell fahren. Boah, Alter, mit 70 Tonnen 60 km/h fahren, Alter. Woo! Okay, jetzt fahren wir auf. Okay, jetzt wird der Abstand kleiner. Das heißt, ich merke, wenn ich zu schnell fahre, daran, dass Ellen nicht mehr schneller wird. Okay, das ist doch mal eine Ansage. Das ist doch mal eine Ansage, mein Freund. Wow, bitte schön mal schön auf der Spur bleiben hier. So, nur 60 fahren hier. 60, 60. Und Tempomat rein. Alter, wie geil. Aber wieso
so fetten. Wieso fahren wir den jetzt hier auf? Wir dürfen doch 60 oder nicht? Gut. Bleib halt bei 50. Oder ist er gerade langsamer geworden, wo es bergauf ging? Schafft er nicht mal das, was wir können, oder was? Wow, Alter! Was ist mit dem LKW da vorne los? Ich glaube, es hackt gleich hier. Drängt der einfach uns ab? Wenn meine Begleitfahrzeuge jetzt nicht da wären, ja? Ich würde auf 180 beschleunigen und dir voll in den Arsch rampen. Unsympathisches Stück Scheiße. Oh, wir haben gerade auch in einem LKW gedrängt. Ups. Kann ja mal passieren. So, hier geht's nach rechts runter. Es wird schon wieder dunkel. War es nicht gerade in der ersten Nacht? Oh Mann. Immer diese Spiele, wo es immer dunkel ist, egal wann du spielst. Oh, da vorne ist Polizei. Oh mein Gott, Polizei. Pulilei. So, hier müssen wir auch nur nach links. Genau. Noch 240 Kilometer. Holy moly. Haben wir eigentlich schon geschafft? Oh, nicht mal die Hälfte haben wir geschafft. Oh, holy moly. Okay, dann würde ich mal sagen, dann machen wir tatsächlich an der nächsten Raststätte. Ah, nee. Wir dürfen ja gar nicht auf Raststätten rauffahren, hat er gesagt. Wie soll ich denn jetzt hier Pause machen? Einfach mitten auf der Autobahn? Wir brauchen noch 3 Stunden laut seiner Anzeige da. Wir haben noch 30 Stunden. Aber siehst du, da könnten wir doch eigentlich auf eine Raststätte rauffahren und schlafen, ne? Das ist auch immer dieses Bett-Symbol. Aber wir dürfen noch gar nicht auf Raststätten. Ich bin aber ein bisschen. Gut, wir versuchen mal hier auf die Raststätte raufzufahren. Ah, das ist alles viel zu eng für uns. Da kommen wir nie im Leben rauf. Warum bremst er jetzt? Ach, da vorne ist ein Unfall. Nee, ist die Absperrung. Man sieht halt auch schön dieses Geblinke, ne, von unserer Rundumleuchte. Oh, nice, Alter. Das ist schon echt nicht schlecht. Sieht schon affengeil aus. Warum bremst er einfach random runter? Was ist mit dem los? Kein Respekt mehr hier. Wir bleiben mal bei 50. Irgendwie scheint der Wagen vor uns keine 60 km/h zu können.
So, da vorne ist das Bettsymbol. Die Frage ist, wir können da garantiert nie im Leben rauf, oder? Die haben sogar fucking Windgeräusche. Ich dachte gerade die ganze Zeit draußen ist Sturm oder so, dass ich die ganze Zeit gesagt, ne, so dieses Windrauchen höre. Aber es kommt aus dem Spiel. Wie geil ist das denn? Not bad, not bad. Oh, da kommt ein Bus. Hallo Bus. So, wir machen mal. Wir machen mal speichern. Ne? Okay, was ich mir gerade auch selber. Ich versuche mal hier raufzufahren. Das wird nie im Leben was. Und unser Begleitfahrzeug fährt einfach weiter. Danke dafür. Oh. Nein! Aber klar. Strafzahlung für 15.000. Das ist alles, was wir haben. Ups. Scheiße. Ja gut. Das ist natürlich schon. Okay, ja gut. Dann enden wir einfach an der Stelle. Ja. Ist so viel zu dem Thema. Hey. Gut, dann soll das für die Folge gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde aber jetzt noch was trinken. Meine Stimme wird langsam ganz schön. Könnte man auch wieder was hinstellen hier zum Trinken. Ja, das wäre eine ganz gute Idee. Bis dann.